sind schon mittendrin. Okay. Ja, aber dann ist es, sag mal, begrüße ich an der Stelle erstmal all diejenigen, die uns heute zuschauen und zuhören, mit dem Hinweis darauf, in der Chat-Funktion kann man auch Fragen stellen, Kommentare abgeben, auf die wir dann eingehen können. Ich begrüße ganz besonders Herrn Weber vom Sauerland-Tourismus, der Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus. Ja, der Herr Griese, muss ich am Anfang sagen, kann heute Abend nicht dabei sein. Der betreibt ein Hotel am Möhnesee und ein Krankheitsfall in der Belegschaft hat dazu geführt, dass er eines tun muss, nämlich nicht hier bei uns sitzen und mit uns sprechen, sondern in seinem Hotel vor Ort an die Schippe, wie man so schön sagt. Wir haben uns das Thema oder Thema heute Abend Tourismus, was der Tagesöl aktuell eine große Rolle spielt, aber auch sagen wir, dieser Hinweis von Herrn Griese in der Gastronomie. Ich bin heute Morgen irgendwann mal einkaufen gegangen. Stand in dem Laden, da stand ein, hing ein Plakat. Stand drauf, wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerne auch aus der Gastronomie. Ich habe gesagt, oh, das ist mir die Tage bei der Industrie- und Handelskammer schon mal begegnet. So eine Art Kannibalismus, der da um Kräfte betrieben wird, die jetzt im Moment so rar gesät sind, dass ich an allen Stellen höre, in der Gastronomie, keine Leute. Und touristische Angebote ohne gastronomische Angebote geht nicht. Zieht ja keine Menschen an, sondern das Gesamtpaket, das erwartet wird, ist ja, da gehört Gastronomie im Kern mit dazu. Deshalb wollte ich ganz gerne heute so einen Blick auf die Region werfen, auf die Lage, wie sie sich hier darstellt, aber auch mit der Frage, was kann man eigentlich politisch noch dazu tun, um die Tourismusbranche zu stärken, also nicht nur Lufthansa zu finanzieren, sondern das geht tief in die Region, in jeden Ort hinein und zwischen der Lufthansa und einem mittelständisch kleinen geführten Hotel im Sauerland. Da liegen ja Welten dazwischen. Auch die müssen wir in der Region in den Blick nehmen. Oder die, bei mir hier im Kreise Soße, die als Gesundheitsregion, die Kliniken, die ja nicht nur auf Zuweisung von Kassen angewiesen sind, sondern einen großen Teil an Selbstzahlern haben, ja, auch die sind auf, ich sag mal, touristische Angebote angewiesen, um die Attraktivität auch der Standorte nach vorne zu bringen. Deshalb, Herr Weber, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben, dass wir ein Stündchen über das Thema Tourismus gerade auch in der Region sprechen können. Wir sind gerade schon mal angefangen, haben sozusagen im Vorgespräch den engen Zusammenhang zwischen Sauerland als Natur- und Tourismusregion und ist aber dem nächsten großen Einzugsbereich, dem nächsten großen Markt, nämlich dem Ruhrgebiet, gekennzeichnet. Die engen Zusammenhänge da, die weit auch, sagen wir mal, in die Geschichte, ich habe es mit der Geschichte und das war jetzt noch weit in die Geschichte zurück, weil die engen Verflechtungen zwischen den Regionen sind eben nach wie vor schon über viele Jahrhunderte da. Also keine Salzsiederei in Bad Sassendorf ohne das Holz aus dem Sauerland. Jetzt hat der Haarstrang keine Bäume mehr. Sind alle ins Feuer gegangen. Ja, vielleicht das so kurz als Einleitung. Ja, man muss sich Sorgen machen. Ich höre in jedem gastronomischen, jedem Hotelbetrieb, wie gesagt, nicht nur Sorgen um die Gäste, Corona-bedingt und die Folgen, die diese Pandemie tief in die Strukturen des Tourismus hat, auch um die touristischen Angebote, die Reisebüros und wirklich bis vor Corona doch nun wirklich boomende Branche, weil die Menschen wollen reisen. Sie wollen weg, sie wollen was anderes erleben. Davon hat Tourismus, lebt Tourismus einfach. Wenn Sie einen Blick auf die Situation im Sauerland werfen, wie würden Sie die, oder auf Südwestfalen, ist ja mehr als das Sauerland, wie würden Sie das so mit Ihren Worten skizzieren wollen? Ich fange mal mit dem eingangs Gesagten an. Wir haben laut Gewerkschaft Nahrung, Genuss,
innerhalb eines Jahres rund 1000 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte im Gastgewerbe allein im Hochsauerlandkreis verloren. Ich habe diese Zahl jetzt zufällig, ich konnte nicht recherchieren, wie es im Kreis Soest und in anderen Sauerländer Kreisen, im Märkischen und im Kreis Olpe aussieht. Aber das mag ein Schlaglicht werfen. 1000 Mann fehlen, Frauen und Männer. Damit haben nach Gewerkschaftsangaben rund 14% der Beschäftigten die Branche inzwischen verlassen. Und dieser Personalschwund wird sich noch weiter zuspitzen. Und deshalb fehlen ausgerechnet in der sowieso schwächelnden Sommersaison, die nicht so doll läuft, wie wir ursprünglich mal gedacht und gehofft haben, fehlt ein Großteil der Betriebe schlichtweg das Personal. Das heißt, die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit, kann man verstehen, sollten wettgemacht werden. Und unsere Mitarbeiter sitzen möglicherweise bei Lidl, fahren bei Amazon oder Paketdienstleistern oder sitzen an mancher Rezeption eines Empfangs von Krankenhäusern, Industriebetrieben oder sonst wo. Und deshalb müssen wir uns klar machen, um jetzt reinzufinden, wer künftig noch Fachleute gewinnen will, der muss jetzt mit uns, wir müssen alle gemeinsam umdenken und wir müssen diese Löhne zu armutsfesten Löhnen machen, dass wir nicht die Letzten sind, die angeschmiert sind, die relativ harte Arbeitszeiten haben, oft abends ohne Ende, schlecht bezahlen und in einem schlechten Ruf stehen. Das ist weitgehend heute schon gar nicht mehr so. Viele gute Hotels am Hellweg, in den Börden, im Sauerland, in Siegen-Wittgenstein haben längst das verstanden, bezahlen ihre Leute gut. Aber es ist immer noch so, dass ein Preiswettbewerb ist und dass wir eigentlich nicht die Preise zahlen als Besucher und Tagesgäste, die wir bezahlen müssten, damit der Unternehmer diese armutsfesten Löhne, will ich mal so nennen, zahlen kann. Und daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass die Preise möglicherweise moderat angehoben werden, dass wir vielleicht auch nicht mehr davon ausgehen können, dass immer alles verfügbar ist, sondern auch die Menschen müssen mal frei haben. Es muss also auch mindestens 2 freie Tage in der Woche geben, also 2 Ruhetage und viele andere Dinge mehr. Das ist nicht schön, über das spricht man nicht so gerne, aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Der Gesamtblick im Moment, im Grunde genommen haben wir die ganze Zeit über die Jahre hinweg gute Karten. Als Landregion, die, wenn man so will, dauerhaft im Kommen war. Das Riesenthema, das Trendthema Bike, also Fahrradfahren, E-Bike, um es genauer zu sagen, hat dazu geführt, dass neben den ganzen Sportlern, die immer schon unterwegs waren, viele auch nicht so sportliche Menschen, ältere, beleibte, jetzt mit Lust aufs Fahrrad steigen. Wir haben die unverlaufbare Wanderwelt geschaffen mit solchen schönen Weitwanderwegen wie der Sauerland-Waldroute durch den Arnsberger Wald. Die Kurorte haben aufgerüstet, wenn ich an das Invest allein in Bad Sassendorf denke, enorm, was da geleistet wurde, aber auch Bad Waldliesborn und Bad Westernkotten haben kräftig nachgeholt. Betriebe haben investiert, sodass wir sagen können, eigentlich bis hierhin ist das gut gegangen. Es wurde durch viel Nachfrage belohnt. Wir haben insgesamt in Südwestfalen, also Sauerland und Soest ohne Siegen-Wittgenstein, rund 8 Millionen Übernachtungen gehabt. Das war in den letzten 10 Jahren eine Steigerung, eine solide Steigerung, über rund 10-12%. Die ist teilweise woanders stärker gewesen. Städtereisen haben enorm zugelegt. Wir hatten eine solide Steigerung. Aber daran kann man sehen, die Gebiete sind an sich sehr gefragt und auch wegen manch stressiger zu vermeidender Autofahrt weit nach Süden, weit nach Norden. Pfingsten will man nicht mehr unbedingt an die Ostsee fahren oder ins Allgäu, wenn man weiß, Millionen andere sind auch auf der Autobahn, wurden wir immer, wenn Sie so wollen, populärer. Und wir haben alles flächig gesehen und auch gerade im Kreis Soest flächig ausgebaut, zum Beispiel das gute Radnetz. Und jetzt mussten wir uns, beginnend mit Corona, daran gewöhnen, dass wir mehrere Hiobsbotschaften auf einmal bekommen haben. Das war das Erkennen, dass es unserem Wald nicht gut geht nach den enormen Trockenjahren, also die Waldkalamität. Das ist Corona mit seinen Folgen. Das sind jetzt ganz aktuell auch viele Hindernisse durch
überflutete Betriebe. Ich habe heute noch gehört, eine gute Druckerei von uns ist, Entschuldigung, regelrecht abgesoffen neulich, aber auch viele persönliche Schicksale. Und so kam eins zum anderen, dass wir inzwischen relativ ernst und nachdenklich mitten im Sommer dastehen und nicht solche Jubeljahr-Arien vom Stapel lassen, wie wir das sonst schon mal im Sommer machen, wenn wir das Gefühl haben, es ist doch jetzt alles gut und prima und Ferienzeit und wir können in die Kamera strahlen und alles ist gut. Ja, wie gesagt, die Nachfrage der letzten Jahre hat sich sehr gut und positiv entwickelt, aber durch die derzeitigen vielen Nackenschläge der Natur sind wir auch gefasster und wissen auch, wir müssen die Dinge lösen und wir müssen mit den Gästen darüber reden, dass wir mit den Bürgern und mit den Gästen, dass wir eben beispielsweise nicht jederzeit jetzt in den Wald können, sondern dass wir erstmal die Forstarbeiten vorgehen und ähnliches mehr. Das heißt, wir müssen eine ganz andere Kommunikation aufbauen, auch hoffend, dass man uns hört. Zuletzt noch zu dem ersten Teil. Wir haben ja im Winter gesehen, als Schnee lag, Schneesatt sozusagen, ja eigentlich eine prima Schneesaison, wir konnten nur nichts verdienen, es gab keine Wertschöpfung, dass zuhauf Gäste kamen nach Silvester, aber zu der Zeit konnten wir sie nicht haben und wir wollten sie nicht haben, weil das in der Zeit gar nicht ging. Und da haben wir eben auch gemerkt, wir müssen in der Kommunikation noch viel lernen, weil nicht alle Menschen die klassischen Medien nutzen und viele uns schlichtweg nicht wahrgenommen haben. Also ein enormer Lernprozess in jeder Beziehung, über Biologie, über Gesundheit, über Medien, über Nutzungsverhalten, über soziale Verwerfungen und Milieus, über Kommunikation und so weiter. Also wir sind sehr gefordert im Moment und denken viel darüber nach, wie wir das alles aufstellen. Noch ein Satz oder vielleicht eine Brücke zum nächsten Teil. Seitdem wir das, was wir machen, stärker darauf auslegen, als Freizeitraum in der Reihenfolge erst für die Bürger und dann für die Gäste interessant zu sein. Seitdem haben wir auch einen ganz anderen Widerhall in der Bevölkerung, weil uns viele abnehmen, mit uns meine ich den Kommunen, den Kreisen, uns als Verband, dass wir sagen, Tourismus und Lebensraumentwicklung war früher ein verbrannter Begriff, jetzt darf man den wieder nutzen, muss zusammengedacht werden und alles, was wir für den Tourismus machen, machen wir in erster Linie für die Bürger. Aber nochmal auf Ihre Frage eine etwas ausschweifende Antwort. Wir stehen im Moment ganz schön unter Beschuss, wenn man so will, von der Natur. Das ist so breit, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Vor wenigen Jahren noch haben wir in einzelnen Orten über Fremdenverkehrsabgaben gesprochen. Da war das Verständnis, es kommen Fremde, um sich hier zu erholen und damit sie das tun können, zahlen sie eine Abgabe. Das Bild hat sich völlig gewandelt. Deshalb ist dieses Bild das, was wir tun, damit sich Menschen hier in der Region wohlfühlen und diese hohe Lebensqualität auch genießen können. Das ist einmal da, wo andere gerne Urlaub machen möchten, dürfen andere wohnen und leben. Und müssen das als ihre Verantwortung auch sehen, diesen Lebensraum so zu erhalten. Geht ja zum Teil gar nicht mehr, weil er zum Teil weg ist. Aber auch weiterzuentwickeln, da gibt es diese Trennung nicht mehr, auch im Verständnis nicht dazwischen. Ich meine, ich freue mich sehr, dass ich glaube, in Sundern, im Sauerland, es den ersten Ortsvorsteher gibt, jetzt glaube ich schon mehrere Ortsvorsteher gibt, die Niederländer sind. Also da ist ja auch eine Menge zusammengewachsen. Und ich glaube, wir müssen in dieser ganzen Breite, wenn wir dieses Bild haben, dann auch zusehen, wie wir das so zerlegen, dass wir die Probleme auch packen können. Also fangen wir mal mit dem Thema Ökologie, Natur, Wald an, ja. Also sich den Schlag anzusehen, wo der Borkenkäfer durchgefegt ist, kann man ja immer sagen, naja, der Borkenkäfer hat nur das getan, was andere ihm vorbereitet haben. Er hat ihm sozusagen das Mahl bereitet und dann hat er zugeschlagen. Und
wie man da jetzt weitergeht. Also über die Bundesebene geben wir viel Geld in den Waldaufbau hinein. Ich habe mir gerade noch ein Projekt angesehen, wo es drei gab, die nebeneinander standen. Das eine waren die traditionellen Waldbauern, die das, was leer gefegt war, schnell mit Fichten aufgeforstet haben. Daneben der Revierförster der Kommune, der sagte, nein, ich mache Wald, ich säe mal Samen aus und dann wird er sich entwickeln. Und der dritte waren die, ich sag mal, die NABU, die gesagt hat, liegen lassen. Die haben drei Waldstücke nebeneinander, die verglichen werden. Fand ich so spannend. Die sagen, nein, der entwickelt sich schon selber weiter, wir müssen da gar nichts dran tun, außer ein bisschen pflegen. Das Umgehen damit wird gerade, glaube ich, auch für das Sauerland, also südlich des Haarstrangs, eine ganz entscheidende Frage sein, weil das Alleinstellungsmerkmal war, in der Tat, wir genießen Wald. Nördlich des Haarstranges, da wo ich hier sitze, in Soest, und umgeben, da war mir das Thema Radfahren, Gesundheitstourismus, Städtetourismus eher ein Thema, bisschen so der Leiter ausgefallen und so ist der Kirmes, um sie mal zu erwähnen. Das war jetzt ein Werbeblock sozusagen. Also dieses wieder aufzubauen wird ja also Zeit und Perspektive und Geld kosten. Es braucht aber vor allem auch Betriebe, die ihr Angebot über die Zeit aufrechterhalten können. Weil ohne deren Leistung wird es nicht gehen. Und da mache ich mir ehrlich gesagt große Sorgen drum, ob die durchhalten können, ob die das wirklich bestehen können. Der Hinweis auf Arbeitskräfte, die fehlen, naja, wer mit welchen Händen soll das denn, soll das ausgleichen, soll das auffangen? Das können auch Familienbetriebe nicht, schaffen sie nicht. Also wird man doch vielleicht bei der Frage der Bewerbung, wie bringt man den Menschen denn in den Beruf da hinein, noch eine Menge mehr tun müssen. Ja. Also die ganze Breite des Tuns. Haben Sie ein Konzept dafür oder arbeiten Sie am Konzept, wie man das angehen kann? Wir haben eine relativ neue Strategie entwickelt. Das ist ein Wort, das nimmt man nicht so leichtfertig in den Mund. Und Strategien kann man auch nicht alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre neu machen. Das muss sitzen, wenn man sowas macht. Von daher haben wir uns diesen opulenten Begriff lange überlegt. Und diese Strategie kokettiert in ihrer Grundaussage damit, dass wir auch wenn das Wort vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, eine sehr starke und inspirierende Outdoor-Region sind. Eine Region, in der man gerne draußen ist, mit dem Radnetz, was ja gerade der Kreis Soest richtig vorlegt, um als Radregion auch zertifiziert zu werden, mit dem Wandernetz im angrenzenden Sauerland. Beides überlappt sich und so weiter. Die Gesundheitsausrichtung, also um uns zu profilieren, denn wir mussten ja auch einsehen, das wussten wir auch ohne Strategen und ohne Berater. Wir waren in den heimischen Märkten bisher bekannt wie der berühmte bunte Hund und beliebt. Keine Frage, in Dortmund und Düsseldorf kennt man uns und auch in Münster und in Bielefeld. Aber darüber hinaus war diese eigentlich potente Region sowohl wirtschaftlich wie auch touristisch oftmals ein Nobody. Und wir haben es schwer gehabt, diesen Widerspruch aufzulösen. Wie gehen wir da vor? Was machen wir? Wenn man sich überlegt, dass uns südlich vom Main oder östlich von Fulda und Werra kaum einer richtig auf dem Schirm hat. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns so ausrichten, dass wir eben nicht nur in den alten Stammesgebieten diese Popularität behalten, sondern darüber hinaus auch so mit dem Selbstverständnis antreten, werben, gute Produkte haben, wie es der Harz tut, der Schwarzwald oder das Erzgebirge. In der DNA der Deutschen sind die letztgenannten irgendwie scheinbar tiefer verankert. Weil bei den einen war Goethe, bei den anderen war Luther. Die haben eine starke Kulturgeschichte oft, dem Sauerland mit einer ebenfalls starken, vor allem frühindustriellen Geschichte. Sie sprachen Salzsieder oder die Eisenindustrie an, hat man das bisher noch nicht abgenommen. Von daher müssen wir verstehen, eine neue Geschichte zu schreiben, das, was wir können. Und da macht mir Mut, dass wir im Grunde genommen, wenn man richtig hinschaut, eine sehr modern aufgestellte Region sind.
nicht modisch, aber modern. Was daran liegt, dass wir gemischt strukturiert sind, viele Menschen haben, die international Handel treiben, die sehr versiert sind und eben nicht nur ein reines Tourismusgebiet. Deshalb sage ich oft, wenn ich irgendwo hinkomme, auch wenn es komisch klingt aus meinem Mund, vergesst Tourismus. Wir reden über die Regionalentwicklung. Wir reden über viele Bausteine, die ineinander greifen müssen. Und ich sehe gute Chancen für unsere Region mittel- und langfristig. Kurzfristig mache ich mir inzwischen mit meinem ganzen Team große Sorgen. Zwei Dinge dazu beim Thema Wald. Wir müssen es hinbekommen, dass wir klar machen, es geht nicht nur um die Forstwirtschaftswege, sondern es geht, da gibt es Förderprogramme, sondern es geht auch um die touristischen Wege, die Freizeitwege. Für die brauchen wir nicht so einen Ausbaustandard wie für die großen Trassen, wo schwere Maschinen fahren, sondern für die touristischen Wege gibt es keinen Topf bisher. Dafür fangen wir an, Gedanken zu sammeln und beim Land, nicht beim Bund, klarzumachen, habt uns auf dem Schirm. Und ein noch viel naheliegenderes Problem, um darauf zurückzukommen, was Sie sagten, Herr Helmich, ist, wir müssen jetzt schon bei der uns begleitenden Politik einfordern, dass wir für den Herbst coronamäßig besser gerüstet sind, als wir es im letzten Jahr waren. Wir müssen den Sommer nutzen und tragfähige Konzepte entwickeln, die das Land und uns sozusagen rüstet, damit wir nicht von einer Chose in die nächste kommen. Denn es ist fatal, wenn wir glauben, dass durch die Öffnung der Betriebe seit den letzten Wochen die gravierenden Auswirkungen der Pandemie, dass die sich erledigt haben. Das geht ja weiter. Wir sehen es ja an den Inzidenzen. Und es wird nicht seinen normalen Gang gehen, sondern wir werden möglicherweise wieder Einschränkungen haben. Oder zumindest, wenn es keine Einschränkungen gibt, große Verunsicherung. Und deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, dass Land und Bund mit uns und möglichst auch bundesweit nachdenken, wie können wir Vorsorge treffen, um möglichst wenig Verunsicherung zu stiften, sodass wir mit möglichst klaren Botschaften Gäste, Tagesgäste, Besucher informieren können. Ja, wovon ich heute auch überrascht war, dass Nordrhein-Westfalen hat sozusagen ohne Ankündigung über Nacht seine Corona-Schutzverordnung verändert. Ich bin noch nicht zum Nachlesen gekommen, was sie jetzt eigentlich alles verändert haben. Aber ich glaube, in Bezug auf Corona und die Vorbereitung wird es ganz wesentlich darauf ankommen, dieses Durcheinander von Botschaften zu beenden, die die Menschen nur verunsichern, die immer nur Fragen aufwerfen und dann bekommen sie keine Antworten. Weil auch die Medien kommen nicht hinterher bei dem, was an Antworten gegeben muss, werfen auch nur Fragen auf. Das ist im Zusammenspiel in schlecht gelöst, sagen wir mal ganz vorsichtig. Braucht man in der Tat ein klarer abgestimmtes gemeinsames Vorgehen, damit die Botschaften sitzen, vor allem, dass die Menschen sich in ihrem Verhalten, das wir immer ja von ihnen abverlangen, auch darauf vorbereiten können. Das sind einmal die Betriebe, die das wissen müssen, die ja ihre ganzen Schutzkonzepte verändern müssen. Wenn es Veränderungen der Schutzverordnung gibt, geht aber auch dann um die Gäste, die sich auf neue Lagen einstellen können müssen. Und im Moment entsteht wieder eine absolute Verunsicherung über die medialen Botschaften, die wir gestern und heute so vernommen haben. Das ist, irritiert die Menschen, bringt sie durcheinander. Aber das ist eher eine Aufgabe, die dann in der Tat bei der Politik auf der Bundes- und auf der Landesebene liegt. Ja, und sicher Tourismusförderung oder wenn es um solche wie Förderung von oder Entwicklung von Wanderwegen geht, das ist Sache der Länder, weil die sind für die Wirtschafts- und Tourismusförderung zuständig. Nichtsdestotrotz geht es aber auch, wenn es auf die Bundesebene geht, auch um die Entwicklung von Konzepten wie entwickle ich Wald. Da ist der Bund dann schon mit dabei und da ist das Thema der Wege ein sehr spannendes, auch historisch sehr spannendes Thema, das mit Bestandteil einer solchen Förderung auch sein muss. Weil historische Wanderwege, die es ja nicht nur Pilgerpfade, sondern auch Wanderwege,
die es ja gibt, mit auch in ein Vermarktungskonzept aufzunehmen, wo Sie sprachen von der Frage der Kultur und der historischen Entwicklung einer Kultur. Am Beispiel, da komme ich ja über den Verteidigungsausschuss eine Menge rum, in der Stadt wie Riga konnte ich die Stadtväter schon sehr damit überraschen, wie viel ich über die Entwicklung der Rigaer Stadtgeschichte wusste, weil es nämlich eine sehr enge Verbindung mit der Soester Börde gibt, weil es waren alles westfälische Rittersöhne, die irgendwann mal dahin gegangen sind. Und wenn ich mir Speisekarten in Riga ansah, habe ich mir gesagt, also Pumpernickel kennst du irgendwoher, ne? Was macht das sein? Aber so als ein Beispiel über die Frage, also Kulturgeschichte auch lebendig zu machen, als Werbefaktor einzubringen oder als ja, Identität einer Region, aber auch sie bekannt zu machen darüber hinaus, da gibt es schon eine Menge Marktzeichen. Aber Sie haben recht, auch in Berlin begegnet mir die Frage Sauerland, wo ist das? Der Kollege Wiese und ich stehen dann einsam mit der Fahne da und halten sie hoch, sagen, naja, wir kommen aus dem Sauerland, aus Südwestfalen und da die Werbetrommel zu rühren. Und in der Tat, kaum jemand weiß, dass Südwestfalen zweitstärkste Gewerberegion Deutschlands, stellt man sich gar nicht so vor. Aber als wir noch entsprechend Unterbringung der Bundeswehr in Afghanistan hatten, die Verteilerdosen für den Strom, die von der Decke hingen, die kamen aus Südwestfalen. Ich habe gesagt, aber oh, das Unternehmen kenne ich, das da von der Decke hängt, wusste sonst keiner. Also Brücken bauen, immer Bilder produzieren, über die Stärken, die eine Region auch hat. Das führt mich natürlich zu dem Thema Vermarktungskonzeption, weil das ja auf touristische Destinationen das ganz Entscheidende ist. Wie kriege ich meine Botschaft und meine Bilder an die Menschen, die ich dann zu mir kommend haben will? Ist das ein Bestandteil Ihrer, sagen wir, Ihrer Strategie, wie man so etwas auch vermarktet, oder kommt das erst ein Stück später? Nein, das ist eigentlich die Kernaufgabe meines oder unseres Verbandes, die Vermarktung der Gesamtregion. Wir haben durch das Aufkommen von Südwestfalen gelernt, die Grenzen größer zu ziehen. Das ist keine Großmannssucht, das hat sich ergeben. Wir arbeiten bestens mit dem Kreis Soest zusammen, auch mit dem Nordteil des Kreises Soest, ebenso mit den Partnern in Siegen-Wittgenstein. Aber wir haben da erheblichen Nachholbedarf. Das liegt nicht unbedingt an uns, sondern an der Wahrnehmung und auch an der Kapazität, die jeder Bürger so hat. Wie viele Regionen werben um uns alle? Vor allen Dingen ist es zwar schon länger her, aber seit der Wende ist ja Deutschland ein sehr, wenn Sie so wollen, touristisch reichhaltiges Land geworden. Und es gibt etliche schöne Gegenden. Alle buhlen um die Aufmerksamkeit der Gäste. Und wer in der Schule nicht so gut aufgepasst hat in Geografie oder Erdkunde, der hat es dann manchmal schwer, sich aus den vielen Werbebotschaften ein Puzzle zusammenzustellen. Also wir arbeiten eigentlich hauptsächlich im Marketing. Ich sage eigentlich, weil wir inzwischen verstanden haben, erst kommt das Produkt. Das haben wir aus der Industrie gelernt. Erst müssen gute Produkte da sein. Starke Wanderwege wie der Rotersteig, die Waldroute, der Höhenflug. Dann ein gutes Radnetz. Dann die Kultur. Einrichtungen, die Museen, die vielen anderen Dinge, die wir haben, müssen gut dargereicht werden. Das muss ein stimmiges Ganzes sein. Da liegt unser Hauptaugenmerk drauf. Da hatten wir viel Nachholbedarf. Das ist inzwischen weitgehend geklärt. Und in dem heutigen Marketing mussten wir auch erkennen, das, was wir früher als Zielgruppen beschrieben haben, gilt so einfach nicht mehr. Wir reden deshalb heute, das ist aber keine Erfindung, sondern eigentlich, wenn Sie so wollen, ein Bewusstseinswandel, über die Milieus, sogenannten Sinusmilieus. Und wir wissen, es kann durchaus sein, dass ein 20- oder 30-Jähriger die gleichen Ambitionen hat, die gleiche Lebensart hat wie ein 60- oder 70-jähriger Mensch, also die früher streng auseinandergehalten wurden als verschiedene Zielgruppen, während andere, die aus der gleichen Generation kommen, völlig differente Lebensweisen haben. Die einen im ökologischen Milieu, die einen im
Konsumbereich, die einen mehr liberal, die anderen etwas Hardliner-mäßig unterwegs oder wie Sie es nennen wollen. Also man kann das sehr schön selektieren und einteilen und deshalb sind wir dabei, auch über die neuen und die sozialen Medien mit einem relativ jungen Team, das über Blogger, Influencer und so weiter auch anzugehen. Und das sind ganz andere Botschaften, ganz andere Bilder aus der gleichen Firma, als die, die sich an das jeweils andere Milieu richten. Also da kann es sein, dass der Bikepark in Brilon und in Winterberg und in Willingen aus der gleichen Region, aus Südwestfalen, mit ganz anderen Bildern kommt, als das Tourenradfahren am Möhneradweg. Ist ja eigentlich auch klar, es sind ganz verschiedene Nutzergruppen. Hier die 18-jährigen Downhiller, die sich todesmutig zu Tal stürzen und über Rampen springen. Und da gondelt jemand in aller Seelenruhe an der Möhne entlang. Das sind schon verschiedene Nutzergruppen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man sich da tiefer reindenkt, das alles aus einer Firma heraus zu entwickeln und Publikum bei Laune zu halten, zu befriedigen. Und das ist derart verästelt. Wir haben bei uns den Radwelt e.V., eine eigene kleine Organisation, mit der wir zum Ende des Jahres verschmelzen, weil wir zusammen bessere Arbeit noch machen wollen. Die haben mir erklärt, dass allein im Mountainbereich inzwischen rund 10 unterschiedliche Nutzergruppen bestehen, wo die einen mit den anderen kaum was zu tun haben, weil sich dieser Riesenmarkt Fahrrad so verästelt hat. Und da haben wir natürlich alle Hände voll zu tun, um die jeweils passenden Bilder abzusenden, in der Hoffnung, dass die auch aufgenommen werden. Denn wie gesagt, Deutschland ist groß und sehr attraktiv. Es hat sich auch in anderen Regionen eine Menge getan. Da wurden viele Regionen gestärkt und wir sind heute in einem scharfen Wettbewerb, wenn man so sagen darf. Was mir Mut macht, das ist die Güte der Gastronomen. Das sagt sich so leicht, aber da stehe ich absolut dahinter. Die Qualität der Gastgeber ist das Herz des gesamten Freizeitraumes. Wenn es die nicht gäbe, auch Herrn Griese, der heute Abend ja vielleicht lieber mit uns gequatscht hätte, aber er muss einen Kochtopf und muss erstmal seinen Mann stehen vor den Gästen. Die machen einen wirklich tollen Job über die ganze Zeit, oft schon über Generationen. Und das müssen wir im Auge behalten. Das ist nicht selbstverständlich. Und das merkt man immer dann, wenn der Dorfwirt aufgibt, wenn es auf einmal in irgendeinem Dorf keine Kneipe mehr gibt, kein Gasthof, kein Hotel, wie schade das ist, was dann an Lebensqualität verloren geht. Und deshalb hoffe ich umgekehrt, dass junge Leute auch wieder erkennen, dass das Schönes in diesem Berufsfeld, dass man hier gut Geld verdienen kann, aber auch gut leben und arbeiten kann. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir über Arbeitszeiten reden und auch über die Bezahlung der Kräfte, soll heißen, über möglicherweise auch leicht steigende Preise. Das hört sich immer unsozial an, damit gute Leute gewonnen und gehalten werden können. Das ist die alte Erkenntnis, wenn man gute Arbeit verlangt, dann muss man auch gute Bezahlung dafür leisten. Sonst bekommt man auch die entsprechende Leistung nicht dafür. Und es sind ja dann oft in der Region eben die Familienbetriebe, weniger die großen Hotelketten. Ich nehme sowas wie Billigen aus, also den Zirkus an bestimmten Stellen. Die Regel sind ja andere Strukturen, wenn es um die Leistungen geht, die haben wollen, die da jetzt als Individualtouristen kommen, nicht als Besucher, als Rehabilitanten die ja auch die flächenmäßige Auslastung nicht nur über eine Saison, sondern möglicherweise über ein ganzes Jahr organisieren und leisten müssen. Da sind ja sehr unterschiedliche Herausforderungen von Winterangebot zu Sommerangebot. Und gleichbleibend muss das Angebot der Küche und der guten Zimmerangebote sein. Das ist für jeden gastronomischen, für jeden Hotelbetrieb eine hohe Herausforderung, das so hinzubekommen. Also ich stelle mir so im Kopf eben so vor, dass bei diesem Netzwerk der Zielgruppen, ich nehme jetzt mal den Begriff Zielgruppen weg, weil ich glaube, es ist, ich kann gar nicht mehr so drüber sprechen, weil man kann die Angebote so zielgerichtet nicht machen, sondern muss sie eigentlich alle vorhalten.
Da muss ich natürlich ein Netzwerk von Leistungsanbietern drauflegen, die das überhaupt als Anbieter leisten können. Wenn es jeder Ort für sich macht, schafft das nicht. Wenn man zum Ergebnis kommt, wir schaffen das nicht, dann macht es keiner, dann läuft man auch wieder drunter her. In die klassische Aufgabe von des Zusammenspiels von Kommunen, Anbietern, Verbänden, vom Bau von Strukturen, um das hinzubekommen. Das ist ein schönes Stichwort. Ich werbe dafür, dass sich Orte zusammentun, da wo es Sinn macht, wenn sie nicht so eine Strahlkraft haben wie Lippstadt und Soest. Und ich werbe dafür, dass sich Betriebe zusammentun. Ich weiß aber auch, dass sich das leichter sagt als getan ist. Ich habe hier ein schönes Beispiel, wo ich wohne, in Schmallenberg. Da haben wir vor Jahren das Schmallenberger Kinderland gegründet. Eine heute gut angesehene und gut laufende Kooperation von natürlich selbstständigen Landwirten, die immer schon, die meisten jedenfalls, Urlaub auf dem Bauernhof angeboten haben und sich dann als Kinderland zusammengetan haben. Inzwischen auch etliche Betriebe außerhalb des Schmallenberger Beritz mit strengen Kriterien, die wirklich alles dafür getan haben. Da war die Kammer beteiligt, die IHK, die Landwirtschaftskammer, viele andere Partner, die alles dafür getan haben, dass für dieses Milieu unter die Zielgruppe junge Familien bzw. Familien mit kleinen Kindern, ausdrücklich mit kleinen Kindern, alles perfekt ist. Vor allem das Thema Sicherheit, dass an die Kleinen nichts drankommt, selbst wenn die Mama mal Nickerchen macht, dass die nicht auf dem Hof oder auf der Straße zu Schaden kommen, ist an alles mitgedacht worden. Diese Betriebskooperation war beispielhaft. Danach sind die Sauerland-Wandergasthöfe entstanden, auch eine sehr gute, griffige Gruppe mit strengen Kriterien. Und so kann ich mir im Gesundheitsbereich oder auch auf etwas kleinerer Flamme das gut vorstellen. Interessant ist es vor allen Dingen bei den sogenannten TAGs, den touristischen Arbeitsgemeinschaften zwischen den Orten. Wenn die Kraft einzelner Orte, auch die Finanzkraft jetzt gerade nach den derzeitigen Krisen nicht reicht, muss man, ich sage ausdrücklich dazu, wohl oder übel überlegen, habe ich in meiner Nachbarstadt oder in meinen Nachbarkommunen nicht Partner und kann ich mich nicht mit denen zusammentun? Und ich hätte es auch früher nicht für möglich gehalten, da muss man heute manchmal schmunzeln, wie gut und wie bombig Brilon und Olsberg miteinander klarkommen, die eine gemeinsame Tourismus GmbH gegründet haben und das gemeinsam managen, wie eine kleine Holding, eine Firma, die beide Kommunen, die sehr unterschiedlich waren und unterschiedliche Geschichte haben, ist ja klar, bestens touristisch vermarkten. Und das macht Winterberg mit Hallenberg, das macht Lennestadt mit Kirchhundem, das machen die Städte oben an der Volme, Kirsbisch, Heiksmühle und so weiter. Das gibt es inzwischen im Hönnetal, ist zumindest im Entstehen, Schmallenberg und Eslohe und noch einige mehr. Und das ist für mich ein Erfolgsmodell. Das muss man vielleicht gar nicht auf ewig so denken, aber auf Sicht und auf Zeit zu sagen, wir bündeln unsere Kräfte, wir tun uns zusammen. Und da, wo eine einzelne Stelle vielleicht gar nicht die vollen Öffnungszeiten für die Gäste vor Ort bieten kann, gibt es vielleicht einen zentralen Punkt, vielleicht an einer Stelle, wo viel eingekauft wird, wo man sagt, da setzen wir so eine Servicekraft hin. Und das gönnen wir uns gemeinsam, um Service zu bieten. Denn das müssen wir uns auch immer klar machen. Eben weil wir keine Riesenanlagen haben, anonymer Art, wie man es manchmal ja auch gerne kritisiert, weil das so individuell ist, erwarten Gäste ja auch Service, Aufmerksamkeit, Zuspruch. Und am Ende erinnert man sich in aller Regel ja nicht nur an die schöne Landschaft oder an das Hotelbett, was vielleicht gut war, weil man gut geschlafen hat, sondern man erinnert sich in aller Regel an Begegnungen, an Dönekes, an einen witzigen Spruch an der Viehweide oder beim Dorfbäcker oder vom Kellner. Und das muss möglich sein, die Zeit muss auch da sein, dass man mit dem Gast, mit dem Besucher, mit dem Bürger aus der Nachbarstadt kommuniziert und nicht glauben, alles geht im Internet, wie wir jetzt miteinander reden, das ist ja technischer Fortschritt, das ist ja prima. Aber am Ende muss es analog und von Angesicht zu Angesicht möglich sein, dass man füreinander Zeit hat. Dann bleibt es hängen. Dann sind wir auch in dem Bereich stark, den man uns so gerne von außerhalb abspricht, Emotionen wecken zu können. Ja, Sie denken dann das Bild des
etwas zurückhaltenden Sauerländers oder Bördebewohners. Also mal zwischen Soest und Lippstadt kriegen wir das auch noch hin. Bin ich mir relativ sicher, die Einsichten wachsen gerade, dass man da mehr kooperieren muss. Weil ich glaube, es ist in der Tat dann, wenn ich es auf eine kommunale, institutionelle Ebene hebe, in der Tat mehr eine Aufgabe der Kreise. Da auch mehr, weil die zwischen Nähe und Entfernung, glaube ich, doch noch eine Ebene bilden, die das gut ausgleichen können. Darf ich noch ein Regierungsbezirk Wort? ist schon zu weit weg. Ja, darf ich noch ein Wort sagen? Nach meinem ehrlichen Dafürhalten stimmt das mit den Vorbehalten, dem alten Klischee überhaupt nicht. Unsere Bevölkerung ist nachweislich ruhiger, überlegter, nachdenklicher vielleicht, aber sie sind sehr hilfsbereit, sehr kommunikativ, sehr freundlich. Ich habe so viel Belege dafür, dass Menschen sich darüber freuen, wie man ihnen hier begegnet. Vielleicht nicht ganz so hastig und so oberflächlich, wie man das auch ein bisschen gelernt durch Hoteltrainings in den großen Städten hat. Aber das kommt ehrlich. Und ich halte unsere Region insgesamt für sehr gästetauglich und servicebetont. Und die Menschen sind sehr höflich und auskunftsfreudig und hilfsbereit. Ja, und vor allem auch verlässlich, das, was sie sagen, was sie anbieten, tun sie auch. Ja. Und bieten das auch an und machen das auch. Und da ist nichts gekünstelt oder vorgetäuscht, so, sondern ich sag mal, ist eine sehr authentische Region, die da bei sich ist, die auch nichts verspricht, was sie nicht halten kann. Ja. Das soll in anderen Regionen anders sein, aber über die sprechen wir ja nicht. Das ist also hier. Ich glaube auch, dass dass die Menschen so, wie sie hier sind, nur deswegen können auch die vielen kleinen Unternehmen und Familienbetriebe auch ihre Entwicklung so in der Region machen, wie sie sie gemacht haben, weil sie sich auf die da drumherum auch mit einer hohen Identität, mit ihrer Umwelt, in der sie leben, mit der Region, aus der sie kommen, mit dieser Identität auch immer rechnen können, also sich darauf verlassen können, stehen dann füreinander ein. Das spüre ich auch so, aber naja, ich bin ja auch ein Bördebauer, ich komme ja auch von hier weg sozusagen, aber auch den Lehm an den Gummistiefeln hängen, also da bleibt auch so, das ist eben so. Schön. Herr Pleiner, ein Wort bei der Frage, was können wir seitens der Politik eigentlich noch tun in dieser. Wir haben jetzt ein schönes Bild gemalt, was man alles tun könnte, was man machen könnte, die Potenziale, die da sind. Wenn ich das spiegel mit den realen Problemen, die da sind, die müssen wir aushalten, bewältigen können, damit wir dieses Bild realisieren können, damit wir da wieder hinkommen. Was können Sie sich seitens der Politik, sagen wir mal, an der Stelle um Unterstützung vorstellen? Wir brauchen beim Deutschen Tourismusverband, der seinen Sitz in Berlin hat, mehr Gehör für die Tourismusagenda, die letztes Jahr erstellt wurde, für die, wenn Sie so wollen, nationale Tourismusstrategie, die stecken geblieben, vielleicht in Teilen entschuldbar aufgrund der großen Krise. Denn die dort aufgelisteten Punkte, die dem gesamten Deutschland-Tourismus auf die Beine helfen sollen, müssen angegangen werden. Und da brauchen wir eine Kraft in Berlin, die gehört wird. Und die Dinge, die dort verankert sind, müssen umgesetzt werden. Wir haben von der Ferienregelung über Feiertagsregelungen bis hin zu der Ausstattung der Deutschen Zentrale für Tourismus mit Marketingmitteln eine ganze Reihe von Aufgaben mit allen deutschen Mittelgebirgen, um mal aus meiner Sektion zu sprechen, zusammengetragen und brauchen da mehr Aufmerksamkeit. Wir sind eine der Nationen, die kein Tourismusministerium haben, wo Tourismus bisher so ein bisschen unter der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt auch in Berlin lief, weil dieses Land ein in erster Linie Industriestandort ist. Das verstehen ja auch alle. Wir sagen ja auch zu Hause, Tourismus ist nicht allein auf der Welt. Das ist auch gut so. Wir wären viel zu abhängig sonst. Wir stehen auf mehreren Füßen. Industrie, Handel, Dienstleistung, Landwirtschaft, alles. Aber die Wahrnehmung des Tourismus muss gestärkt werden. Und wenn ich sehe, in dieser Krise,
Was das bedeutet hat, dass keine Gäste mehr kamen in den Innenstädten, für den Einzelhandel, für viele andere, als sie wieder aufmachen durften, wie denen, die Umsätze fehlen aus dem Bereich, dann wird klar, dass wir da eine stärkere Wahrnehmung brauchen. Ich tue mich immer schwer, wenn ich nach Werbemitteln giere, aber die Werbung, das Marketing für Urlaub in Deutschland, ich glaube, das ist nicht unanständig, muss gestärkt werden, muss weiter forciert werden, damit wir mithalten können mit den weltweiten Werbebemühungen, die ja auch sehr kräftig sind. Für mich hat das Ganze auch, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht heuchelt, aber hat das auch eine inzwischen sehr nachhaltige Komponente, dass Urlaub im Inland, ja, ich will nicht mit dem Zeigefinger kommen oder mit der Moral, aber etwas sehr Ehrliches ist und etwas sehr Wesentliches. Und jedem ist gegönnt, das ist auch eine soziale Errungenschaft, ab und zu mal rauszufliegen und sich andere Länder anzugucken. Deutsche hatten es nach dem Krieg auch, weiß Gott, nötig, sich mal als Weltbürger zu verstehen. Aber heute ist es auch wichtig, glaube ich, wenn man diese Reisen weitermacht, dass man auch für das Inland gewonnen wird und dass unsere Betriebe jede Stärkung bekommen, die sie dafür brauchen. Nicht damit wir hinterher, wie soll ich sagen, amerikanische Verhältnisse haben, kein Personal mehr oder nur noch eine Welt aus Hotelketten und internationalen Konzernen, die das Reisegeschäft unter sich aufteilen. Dieser kleinteilige Tourismus, wie wir ihn haben, in dieser Freizeitregion in Südwestfalen insgesamt, ist ja ein hohes Gut mit seiner ganzen Flexibilität und seinem Stehvermögen, was wir gerade in diesen Zeiten zu schätzen lernen. Aber die konkreten Punkte, Herr Helmich, habe ich jetzt nicht drauf, die müsste ich mir nochmal ansehen, da können wir nochmal drüber reden, was wir sozusagen vom Bund fordern, wie der Tourismus gestützt werden kann. Ich kann Sie nicht hören im Moment. Jetzt geht's wieder? Ja. Wenn Sie den Vergleich zu anderen touristischen Destinationen und was soll dort erlebt werden ziehen, ja, auch diejenigen anderen, die in andere Regionen fliegen, Sie müssen sich auch die Preise dahinter ansehen, die Sie mit Ihrem Flugpreis und der Hotelpreis tatsächlich nicht bezahlen. Ja. Also die Belastung für die Umwelt, ja, ich will jetzt niemandem schlechtes Gewissen machen, ich will nur dazu auffordern, mal genau hinzuschauen und Arbeitsbedingungen in dem einen oder anderen riesengroßen Hotel an der Mittelmeerküste, auch dort muss man genau hinschauen, wenn man bewusst auch einen Urlaub erleben will. Man kann das alles wegblenden, das kann man tun, ja, ich nicht, weil ich gucke da hin und sage mir, das muss ich mir mit ansehen, was andere leisten, damit ich hier, ich sage mal, Halligalli machen kann. Mal sehr grob gesagt. Deshalb finde ich das gut, dass wir in unserem Gespräch ja auch eigentlich auch damit eingestiegen sind, auf die Arbeitsbedingungen zu schauen und auf diejenigen, die die Arbeit leisten, damit die Touristen, sage ich jetzt mal so, das, was sie erleben möchten, auch erleben können. Das lebt davon, dass andere ihre Arbeit auch da reinstecken und sich Mühe darum geben, dass man das erleben kann. Da sind die Südwestfalen, glaube ich, verlässlich, dass sie das auch ehrlich und offenen Herzens tun. Wo ich denn wieder in den Bundestag komme, weiß man nie so genau. Ne? Ist alles Wählers Wille. Ich bin gestartet ja in meinem Mandat auch mit einem Sitz im Ausschuss für Tourismus. Deshalb bin ich da immer mit dabei geblieben, weil es auch für die Region hier eine so hohe Bedeutung hat. Und Sie haben recht, es wird auch mit der Zuständigkeit, dem Zuschlag des Themas zu einer Staatssekretärin und einem Staatssekretär neben anderen Themen einfach unter Wert verkauft. Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, diesen Ausschuss für Tourismus aufzulösen und im Wirtschaftsausschuss das Thema aufgehen zu lassen. Das war ein harter Kampf, wo ich mir gesagt habe, das ist genau für das Bild, das wir auch dann auf der Bundesebene
Deutschland als touristische Destination haben, müssen genau falsch. Da haben Sie recht, da müssen wir dem mehr Ausdruck geben, müssen da auch mehr Kraft reinlegen, sich um die Fragen, die dahinter stecken, auch zu kümmern. Und das muss einen politischen Ausdruck, ne? Vielleicht denken wir mal über zukünftige Koalitionsverträge nach. Ist ja etwas, was man mal dick angeschmiert und angestrichen oben auf dem Blatt Papier schreiben kann. Wir werden sehen. Ich sage Ihnen vielen Dank für diese 15 Minuten, die fast eine Stunde des Miteinander-Sprechens können. Ich hoffe, dass die einen oder anderen, die auch zugehört haben, sich das angeschaut haben, auch daran interessiert worden sind, sich mehr um das Thema in der Region zu kümmern, um mal genau hinzusehen, weil wir sind so vielfältig, wir bieten eine ganze Unmenge und das kann man auch hier selber genießen. Also aus Fahrrad setzen und über den alten Weg des Bengel Anton von Soest an den Möhnesee zu fahren, ist schon eine schöne Strecke. Macht Spaß. Ja. Ich sage Ihnen vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Helmich, dass Sie sich für das Thema Zeit genommen haben. Und wir sind uns bewusst, wir leben wirklich in einer wunderbaren Region. Wir müssen es nur noch allen sagen. Machen wir. Wir arbeiten dran. Dankeschön. Herr Weber, vielen Dank. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.